fresh. It's the most wonderful place. The friendly streets of New Good Town put a smile on. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Nuka World. So, letzte Tür im Robco-Kampfzonen-Gebiet. Ach so, und das ist der Ausgang. Okay, dann waren wir da in der letzten Folge schon fertig anscheinend. Habe ich nur nicht gecheckt. Aber gut, dann gehen wir jetzt nämlich hier raus und dann rechts durch diesen komischen Hyperspace-Pfad oder so, den wir ja, glaube ich, in der vorletzten Folge entdeckt haben schon. Und schauen wir mal, und dann schauen wir mal, wo uns der nach hinführt. Und wahrscheinlich aber nur in ein Gebiet, wo wir schon waren. Nehme ich mal an, ich habe keine Ahnung. Was weiß denn ich schon? Und dann, dann gehen wir in die nächste Zone. Dann sind wir in der Galaxy Zone fertig. Aber stimmt, die Galaxy Zone ist noch nicht bereinigt, also gesäubert. Also, wie heißt es denn? Befreit? Erobert. Erobert ist gut. Die Galaxy Zone ist noch nicht fertig erobert. Insofern muss hier noch irgendwas zu tun sein. Mal schauen. Erleben Sie mit unserer Show im Sternenhimmel das Leben fern. Ah ja, genau, hier. Spacewalk. Die Ausstellung wird präsentiert von Vortex. Wow, Laser! Voll Laser, Alter. Was war denn das? Da ist gerade irgendwas explodiert. Ah, hier hat man eine schöne Aussicht. Ich höre doch noch irgendwo ein Geschütz oder sowas piepen. Eine Kochplatte. Wie kommt eine Kochplatte hier rein? Ist da jemand mit seiner Kochplatte in den Park gegangen? Mit einer Kochplatte und einem Topf und ein paar Dosen. Der war auf einen längeren Aufenthalt eingestellt wahrscheinlich und wollte hier keine Imbiss-Sachen kaufen. Und dann war die Kochplatte aber kaputt. Wenn ich was gefunden hätte. Und dann hat er sie weggeschmissen. So war es wahrscheinlich. Wo sind wir denn hier? Zur Hölle. Da unten wurde mir gerade noch ein Gegner angezeigt. Aha! Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was man eigentlich tun muss, um die Gebiete zu befreien. Reicht es, wenn ich außen alles töte? Oder muss ich alles machen? Und habe ich hier nicht schon alles durchsucht und kaputt gemacht? Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ah ja, genau, hier brauchen wir ja Parkenergie, glaube ich, damit der funktioniert. Genau. Aber kommen wir nicht trotzdem hier irgendwo runter? Ich will nämlich mal die ganzen Schaltkreise, die wir jetzt gefunden haben, hier einbauen. Damit wir sehen, wie viel noch fehlt, damit wir den hier kriegen können. Die Scheibe sieht so kaputt aus. Die hat da oben sogar ein Loch, oder? Ich glaube, die hat ein Loch. Warum kann ich die nicht einfach kaputt machen und reinklettern? Weil der Power Armor sieht schon cool aus. Ich dachte erst, der ist ganz blau, aber der hat auch so Übergänge vom Hellblauen ins Dunkle, Dunkelblaue. So richtig quantummäßig. So, hier kommt einer rein. Wunderbar. Zack, zack, zack. Ich bin gespannt, wie viel jetzt noch fehlen. Vom Gefühl her würde ich sagen, sehr viel fehlen nicht mehr. Aber es könnte sein, dass ich dann jetzt rausfinde, dass ich ungefähr noch 20 brauche oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Zwei. Es fehlen tatsächlich noch zwei. Ah, zwei ist eine blöde Zahl. Wären es jetzt 10 gewesen, hätte ich gesagt, oh, ach so, da ist noch eins, 3, okay. Wären es jetzt irgendwie wirklich 10, 5 bis 10 gewesen, hätte ich gesagt, hey, irgendwo gibt es wahrscheinlich noch eine Location, die voll ist mit den Dingern. Aber so habe ich vielleicht einfach nur 3 Stück übersehen irgendwo, oder? Weiß man nicht. Ich schaue mal schnell an diesen Star Control Computer, da waren wir, glaube ich, auch noch nicht dran. Boot-Sequenz wird abgeschlossen. Bitte warten. Fortfahren.
Es wurde ein Fehler im Verteidigungsmodus-Protokoll festgestellt. Bitte deaktivieren Sie dieses Protokoll und wenden Sie sich an einen Systemtechniker von Robco Enterprise, um Hilfe zu erhalten. Betriebshinweise. Star Control Build Version 1.1.7. Die von Robco Industries TM entwickelte systemische Telemetrie für automatisierte Robotersteuerung ist ein umfassendes Lösungskonzept für Firmenkunden, die eine große Anzahl von Robotern und Verteidigungssystemen verwalten müssen. Die Star Control Technologie basiert auf einer Reihe höchst redundanter und austauschbarer Telemetriemodule. Der Sternkerne. Beim Ausführen stellen diese Kerne eine Funkverbindung zwischen den Star Control Hauptrechner und den angeschlossenen Robotersystem her, um das Koordinieren ihrer Aktionen sowie das Ausgeben von Befehlen unabhängig von ihrer zugrunde liegenden Betriebsprotokolle zu ermöglichen. Einzelne Starkerne können während ihres normalen Betriebs gefahrenlos ersetzt werden. Im Falle einer schwerwiegenden Fehlfunktion können Sie Star Control in einem Notfallmodus mit eingeschränkter Funktionalität booten, falls mindestens ein Starkern vorhanden ist. Während sich das System im Notfallmodus befindet, führen alle Roboter und Verteidigungssysteme ihre vorherige Betriebsanweisung aus. Durch Ersetzen von Sternkern. Durch Ersetzen von Kernen kann je nach Rechnerleistung eine Reihe von Notfallprotokollen freigeschaltet werden, die dem Benutzer ermöglichen, auf dringende Probleme zu reagieren, bis die Funktionalität vollständig wiederhergestellt werden kann. Bei weiteren Fragen zum Vertrieb, Service oder technischen Kundendienst wenden Sie sich bitte bla bla bla. Ich verstehe. Okay, ich verstehe einigermaßen. Aufzeichnung Techniker 31.08.2077. Habe heute die Installation des neuen Hauptrechners abgeschlossen. Ich stolper immer über meine eigene Zunge gerade. Mark und ich führten nach der Arbeit einen Testlauf durch. Sah alles ziemlich gut aus. Robco-Kommunikationsverbindungen funktionieren mit älteren Mr.-Handys nicht, die wir verwenden. Was keine Überraschung ist. Trotzdem bin ich froh, dass wir das Angebot von General Atomics ausgeschlagen haben. Ihr Direktorsystem ist Müll. Einzelausfälle, die sich auf dem gesamten System auswirken und so ein Kram. Star Control ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenigstens aber ein redundantes System, falls mal was schief geht. So, ein Monat später. Seit fast einem Monat läuft Star Control immer noch perfekt. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Da große Installationen wie diese immer eine Katastrophe sind. Außerdem befinden sich hier Militärroboter mit scharfen Waffen, aber dieses Ding scheint wirklich so zu funktionieren, wie es in der Werbung stand. Ich bin schwer beeindruckt. Moment mal, heißt es, der Techniker, der anscheinend hier irgendwie verantwortlich ist oder so, ist fest davon ausgegangen, dass innerhalb des ersten Monats die Militärroboter amok laufen werden. Mehr oder weniger schreibt er das doch, oder? Okay, cool. Mark und ich haben uns durch den Steuercode gewühlt und bestätigt, dass das vom Admin gewünschte Verteidigungsmodus-Protokoll vorhanden zu sein scheint. Bei einem schwerwiegenden Notfall schalten wir das System in diesen Modus und lassen den Park von den Robotern sichern. Das muss aber schon ein krasser, schwerwiegender Unfall sein, oder? Naja, aber wer weiß. Wollen wir hoffen, dass es niemals so weit kommt, da es keine Möglichkeit gibt, diesen Modus wirklich zu testen. Okay, das wäre für mich interessant, aber ich habe leider schon alle Roboter kaputt gemacht. Naja. Die Hauptrechnerführung sind ein großer Hit, wir Glücklichen. Zurzeit verlieren wir unsere Arbeitsbereiche wegen dieser lächerlichen Dioramas. Und jetzt müssen wir auf rotzfreche Sechsjährige aufpassen, die keine großen Leuchtenkopf widerstehen können. Am Wochenende werden wir damit beginnen, die Roboter auf dem Schrottplatz ins System zu integrieren. Ich weiß nicht, ob Star Control auf diese Entfernung eine Verbindung kriegt, aber ein Versuch ist es wert. Die Dinger überraschen mich immer wieder, das Ding.
Okay, und jetzt haben wir was anderes. Candles Aufzeichnungen. Wir haben 3 Tage gebraucht, konnten uns aber endlich einen Weg durch die Trümmer im Nordtor bahnen. Ah, das muss schon nach der Katastrophe sein, ja, 2284. Wir sind einfach so reingegangen. Keine Geschütztürme, keine Kampfroboter, nichts. Der einzige Roboter, den ich ausschalten musste, war dieser verdammte Nugatron. Der mir andauernd eine 10-Dollar-Flasche Nugat Cherry verkaufen wollte. Das dumme Ding hat nicht mal Kronkorken akzeptiert. Aber das hier ist der Hauptgewinn. Spitzentechnologie aus der Vorkriegszeit, immer noch funktionstüchtig. Mein Mädel Tiana meint, dass diese leuchtenden Dinger wären überflüssig. Also können wir sie wohl mitnehmen. Dürften in der Stadt einen guten Preis erzielen. Okay, die haben hier also diese ganzen Sternkerne rausgenommen und deswegen muss ich die jetzt von überall anders rausnehmen, damit ich die hier einsetzen kann. Die haben da sogar mitgedacht und so eine kleine Story dazu gesponnen. Das ist doch nett. So, nächster Eintrag von Candles. Colters Bande haben Nugatown erobert. Es kommen Überlebende rein. Ich habe die Jungs ein paar Verteidigungsanlagen aufstellen lassen, die aber nicht lange durchhalten werden. Ich habe Tiana gesagt, dass sie diesen Verteidigungsmodus aktivieren soll, von dem sie mir immer erzählt hat. Ah, das heißt, erst seit sehr kurzer Zeit laufen hier die Roboter amok. Oder zumindest, ja. Sie geriet in Panik und meinte, wir hätten zu viele Kerne aus dem Ding herausgenommen, was einen Neustart verhindern würde. Sie hat jeden, den sie finden konnte, losgeschickt, um Kerne aus den anderen Fahrgeschäften zu holen. Sie meinte es ja nur gut, aber wir haben die Banden im Nacken und müssen was tun. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Roboter könnten alle amok laufen und alle töten. Sternkerne Netzwerk ansehen. 28 Sternkerne installiert, insgesamt 7 weitere Sternkerne wurden innerhalb der Reichweite entdeckt. Positionen werden bestimmt. Aha, das ist gut. Vielleicht kann ich da irgendwas Nützliches rauslesen. 0 im Star-Control-Zentrum-Raum. Okay, bla bla bla. Auf dem Gelände der Galactic Zone, aber da wird mir nicht angezeigt, wie viele. In Nuka Galaxy. Ich versuche gerade irgendwo einen Wert rauszulesen, aber irgendwie ist da kein Wert, oder? Im Sternenhimmel. Im Sternenhimmel? War ich schon irgendwo, was Sternenhimmel heißt? Robco Battle Zone, Galactic Zone. Protokoll Verteidigungsmodus. Aktiv. Beschreibung. Aktiviert einen Verteidigungsmodus mit scharfer Munition für alle angeschlossenen Roboter und Geschütztürme. Die Aktivierung dieses Protokolls erfordert eine Systemzurücksetzung. Hinweis, es wird ein schwerer Fehler festgestellt. Bitte deaktivieren Sie dieses Protokoll und wenden Sie sich an einen Systemtechniker von Robco Enterprises, um Hilfe zu erhalten. Deaktivieren. Ah, jetzt habe ich hier... Ah, okay. Jetzt habe ich das hier befreit, das System. Cool. Protokoll Schaukastenzugriff. Schaukasten öffnen. Fehler. Installieren Sie zusätzliche Starkerne zur Umgehung. Okay. 7. Ich brauche noch 7. Wirklich? Wo kommen denn da noch 7 rein? Aber gut. Aber gut. Sternenhimmel. Was ist der Sternenhimmel? Star Control. Theater, da waren wir auch. Vault-Tec kennen wir auch. Da oben wird mir ein Missionsziel angezeigt. Aber wo denn? Bist du das Missionsziel? Nee. Ich glaube nicht. Dann weiß ich es aber auch nicht. Hier der Fahnenmasten. Ah. Jetzt muss ich mich entscheiden, wem ich das hier übergebe. Ich glaube, das kriegt das Rudel.
Ich glaube, das Rudel. Mir ist das Rudel echt am sympathischsten noch, so ein bisschen. Okay. Star Control abgeschlossen. Na dann. Jetzt würde mich echt nur noch dieser Sternenhimmel interessieren. Ich schau mal auf die Karte. Ich orientiere mich jetzt mal. Weil mir werden auf der Karte ja noch Gebiete angezeigt, aber ich glaube, ich schau mal auf die Karte, dass die Gebiete, die mir hier angezeigt werden, eher hier drüben sind. In der Dry Rock Glutch Zone. Also unten auf diesem Kompass quasi. Da werden mir ja ein paar Sachen angezeigt, aber ich glaube, die sind eher da drüben. Splashdown. Hier wird mir eigentlich nichts Unbekanntes mehr angezeigt. Hä? Habe ich den nicht schon mal geplündert? Verdammt, Boss. Du schleppst echt was mit dir rum. Ja, ich muss halt... Was soll man... Oder? Hilft doch nichts. Nimm doch mal meinen ganzen Schrott. Wenn es dir nicht passt, dass ich so viel rumschlepp, dann hilf mir doch mal ein bisschen. Ach ja. Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin so zwiegespalten. Weil einerseits sage ich, ach komm, beenden wir jetzt hier die Galaxy Zone, wenn wir hier sind. Gleichzeitig denke ich mir, ich will den Strom erst aktivieren, bevor wir uns hier nochmal richtig umschauen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen bin ich jetzt zwiegespalten, ob wir jetzt weitergehen und die nächste Zone erobern oder ob wir hier gleich alles abschließen. Aber ich weiß ja nicht, ob nicht alles viel cooler wäre, wenn Energie laufen würde. Ich weiß auch nicht, vielleicht ändert das sogar was an den Innenbereichen theoretisch. Wobei eigentlich nicht. Ach so, Gott sei Dank, ich dachte schon, hilft bei der Verteidigung von irgendwas. Ich dachte schon, hier wäre irgendwas... Irgendeine Mission gescheitert, gerade irgendeine richtige, wichtige. So, wo sind wir denn hier jetzt? Ah, wir sind außen. Alles klar. Okay, dann erobern wir jetzt, dann fokussieren wir uns jetzt mal drauf, die Gebiete zu erobern. Ist halt immer schwierig, weil ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert. Aber dann gehen wir mal in Dry Rock Glutch. Aber wisst ihr was, warum ist es eigentlich immer dunkel? Ich habe das Gefühl, ich bin immer nachts draußen. Ich glaube, ich bin tagsüber immer innen. Nanu. Oh, was sind denn das? Blutwurm. Das wirst du noch be- Ah, die graben sich aus dem Boden. Ein legendärer Blutwurm. Hätten's besser wissen sollen. Okay. So, was wollte ich sagen genau? Hier muss doch irgendwo, genau, hier stehen doch Bänke. Jetzt warten wir mal, bis es Tag wird. Wenn wir schon keine Energie haben, machen wir das wenigstens tagsüber. Ja, ich war jetzt wirklich tagsüber wieder in der Galaxy Zone und jetzt ist es gerade dunkel geworden. Ist doch doof. Gehen wir lieber früh morgens. Oh, ein radioaktiver Sturm. Ist schon wieder vorbei. War ein kurzer radioaktiver Sturm. So, passt schon. Ist hell genug. 5 Uhr morgens ist eine gute Zeit. Bisschen auf der Parkbank schlafen. Er hat anscheinend auf der Nachbarbank geschlafen. Sehr gut. Da ist das Kitty Kingdom wahrscheinlich. Na gut. Dry Rock Glutch. Danger Bloodworms. Ah, okay. Ich hab schon die Bekanntschaft gemacht. Siehst du? Die ploppen einfach so überall aus dem Boden anscheinend und fressen anscheinend auch Kronkorken. Da bist du ja. Kann ich mir schon mal ihr Zeug reservieren? Ich mag ja Blutwurst ganz gerne, aber Blutwürmer weiß ich nicht so recht. Schade. Ich wollte jetzt für ein Thumbnail ein Bild inszenieren, dass es so aussieht, als würde mich da anspringen. Aber stattdessen werfe ich ihn einfach da nach hinten.
So. Okay, hier gibt es anscheinend einige von denen. Die scheinen aber zum Glück nicht besonders gefährlich zu sein. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht treffen die mich einmal und ich bin halb tot. Aber bis jetzt kann man die sehr schön wegschießen. Also nichts im Vergleich zu den Robotern, die wir gerade in der Galaxy Zone getroffen haben. Ich verstehe nicht, warum die hier ein großes Schild haben mit Danger Bloodworms, do not enter Dragons. Aber vor der Galaxy Zone stand überhaupt nichts. Wo lauter Roboter mit scharfer Munition rumschießen. Tja. Ein... Ah! Sheriff Fogg. Ich hätte beinahe auf den geschossen. Aber der scheint friedlich zu sein. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß in Nuka World. Ja. Bereit aufzusatteln und in den Wilden Westen zu reiten? Sag bloß, ich krieg ein Pferd. Howdy, Sheriff. Anscheinend gibt es hier im Galsch ein paar... lästige Schädlinge, die eine Abreibung brauchen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Schädlingen, aber in Mad Mulligans Mine haben sich einige Tunichtgute versteckt. Wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Was meinst du? Willst du mein Deputy sein? Yes! Ah, aber ich verwende jetzt lieber irgendwie Roboter-Experte, weil ich's kann. Schade. Mal sehen, ob ich ein paar Sachen überbrücken und dich ein wenig nützlicher machen kann. Manueller Angestellten-Login festgestellt. Befinde mich derzeit im vollständigen Park-Vorführungsmodus. Besucher werden zu unseren drei Hauptaktivitätszentren geleitet. Doc Phosphate Saloon, Giddy Up Kids Coral und One-Eyed Ike's Duellwettbewerb. Nach dem Abschluss jeder Aktivität erhält der Besucher einen Teil der Kombination für den Tresor, in dem sich der Schlüssel zu Mad Mulligans Mine befindet. Die Lebenszeichen in der Mine wurden ursprünglichen Besuchern des Minenwagenfahrgeschäfts zugeordnet, könnten jedoch auf eine Verseuchung mit tödlichen Würmern zurückzuführen sein. Das System wird jetzt neu gestartet. Einen schönen Tag noch und nicht die Uniform vergessen. Hey, Western-Outfit und Cowboy-Hut. Da kommt ja mein Lieblings-Deputy. Viel Glück da draußen, Partner. Ich finde zwar dieses Nuka-Girl-Outfit unfassbar cool, aber wenn wir jetzt hier in der Wild-West-Welt sind, dann spielen wir mit, würde ich sagen, und ziehen uns hier auch passend an. Jetzt schauen wir mal, das Western-Outfit haben wir hier, aber wir haben doch auch noch einen Hut bekommen, oder? Genau. So, sehr cool. Cool. Mach du doch auch mit. Schade, ich habe leider nur ein Outfit. Ich würde ihn auch gerne als Cowboy jetzt verkleiden. Aber leider habe ich nur eins. Da wird er sich aber ärgern, dass ich hier so ein tolles Outfit anhabe und er nicht. So, jetzt habe ich noch die Nuka-Cola-Brille, die passende, damit wir vielleicht auch mal so einen versteckten Quacky-Sticker oder Tattoo oder was das ist finden. Weil das würde mich ja auch interessieren, zu was das noch führt. Ist ja auch irgend so eine geheime Erforschungsquest. Ja, ich glaube, wenn wir hier durch sind, müssen wir die Parks eh nochmal eingiebig erforschen, um alles zu finden. Okay, eingiebig, ausgiebig... Platz für das ganze Zeug vergeudest. So. Ah, jetzt wird es hier weitergehen. Nee, dann... Oh, hier auch. Oh, schon wieder so viele Wege. Manchmal habe ich wirklich gern einfach nur einen Weg. Manchmal habe ich gern so lineare Schlauchlevel. Manchmal bin ich von Open World überfordert. Cool. Hey. Ausgezeichnet. Nuka Sunrise. Und ordentlich Tickets. Ah, in der Nuka-Kate können wir jetzt dann mal die Automaten plündern. Da sind bestimmt ein paar interessante Waffen mit drin. Gleisbolzen. Hm, warum nicht? Ja. Okay.
Okidoki. Hier sind wir erstmal fertig. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir jetzt hier mal die Folge. Moment, wer schießt da? Verdammt! Wo ist denn mein Partner schon wieder hingelaufen? Der ist schon wieder sonst irgendwo. Das wär's. Oh, Ameisen! EDF! Das verstehen jetzt nur ganz wenige den Gag, aber wenn ihr es versteht, seid ihr echt cool. Okay, Ameisen. Heute nicht, Kumpel. Ah, das sind richtige Ameisenhügel. Cool. So, aber jetzt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir uns hier weiter um und machen ein bisschen coole Wildwest-Action. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.